Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, 30 Tage Challenge, Tag Nummer 7. Und ich bin echt gespannt, ob ich es bis dahin wirklich geschafft habe, aber ich glaube an mich und ich hoffe, ihr glaubt auch an mich. Heute, Squad Builder Battle. Und ich muss euch eines sagen, ich glaube es selbst nicht, das ist erst mein zweiter SBB in FIFA 20. Zu krass. Aber, natürlich gibt es da auch einen Gegner. Mein heutiger Gegner im Squad Builder Battle ist der Chris Sam Maxi. Hi! Hallo, mein Name ist Maxi. Einen wunderschönen guten Tag. Na, was geht? Ich bin heiß. Ey, ich bin auch heiß. Freue mich auch, dass du wieder am Start bist. Mit dir am Start ist Bae Promise. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr für Erinnerungen? Pato und Promise. Ich erinnere mich nur vor 2 Jahren zu Silvester, als wir meine beste Weekend League mit 35-5 erreicht haben. Das war zu krass, also Flashbacks ohne Ende. Wenn ihr die Combo feiert, ihr wisst, was zu machen ist. Leute, sprengt den Daumen nach oben. Es würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Hinterlässt gerne ein Abo. Und natürlich nach diesem Video, ganz oben in der Videobeschreibung, kommt das Rückspiel bei Chris. Wird im Nachhinein aufgenommen, da bin ich auch übelst gespannt. Oh ja. Der Spieler ist auch nicht ganz so schlecht, ja, wollen wir jetzt auch mal so sagen. 4-4-2 ist meine Aufstellung. 4-3-2-1 die von Chris. Und du als Gast, du darfst aussuchen, reinhalten oder soll ich reinhalten? Ich halte rein. Bist du schon ready? Klar. Also, der erste Spieler, für den ich mich entschieden habe, ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich risky. In Form Malen. Ich glaube, das ist eine dumme Entscheidung. Ich wollte, muss ich zugeben, De Jong haben. Ich gehe aber von ZOM ZM und entscheide mich für Bergwin in Form 84. Oh. Okay, also ich war erst enttäuscht, weil du gesagt hast, Malen, weil ich habe gedacht, du spielst Bergwijn im Sturm und ich habe aber Bergwijn aufgeschrieben, ja, als Stürmer zwar, aber den nehme ich mit und Stanks habe ich noch, oder Stonks, ich habe keine Ahnung. Ach Gott, ZM. Ich will Zwecksi. Stark, ich habe gehört, da kommt direkt mal ein Torhüter rein, geil. Ein Versuch, was er hat. Okay, mein Lieber, ich halte rein, kannst okay. Du schon. Gehen wir rein. Und zwar, Stürmer, bei mir wird einer werden, der natürlich vom selben Land kommt, wie der gute alte Promise, und zwar Memphis Depay. Und rechts spiele ich mit Angel Di Maria. Mit Angel Di Maria? Du kannst beide haben. Ich habe Malen und Jadon Sancho genommen. Ah, sehr, sehr schön. Nächste Runde, Leute. Ich bin traurig. So, Leute, nächste Runde. Ich halte rein. Ich bin extrem gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir fangen erstmal an mit den Positionen, womit ich natürlich Di Maria verlinken möchte. Ja, das ist nämlich einmal Leandro Paredes. Ja, der bringt nämlich den Perfect Link zu Di Maria. Bedeutet, ich brauche sozusagen keinen Link mehr von Di Maria zu irgendjemand anderem. Dazu nehme ich den gleichen Spieler wie du, Steven Bergwijn. Und links gehe ich mit Van de Beek in Form. Boah, zum Glück habe ich wenigstens einen und das war der letzte. Nein, heute ich doch Ziereck genommen, ey. Belastend. Van de Beek, Veron, Draxler. Ich dachte, du hast den Scream. Nein, zum Glück nicht. Aber okay, ja, okay. Ja, auch im Mittelfeld. Was hast du? Ja? So, mein Lieber, jetzt habe ich endlich mal einen Grund, diese Karte zu verwenden. Und zwar... Warte. Und zwar... warte, was macht er mit mir? So, auf ein neues. Hä? Bin ich jetzt dumm? Aha, jetzt habe ich's. Und zwar der Player of the Month von Vardy. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn damals gemacht habe. Ich glaube, weil er so günstig war. Ich glaube, da braucht er nur 83. Ja, ja. Dann nehme ich noch den Engländer Raheem Sterling. Und eine kleine Biene, den Cousin von Kanté. Das ist der Inform von Wilfried Ndidi. Gut, darfst du alle drei behalten. Ich bin mit Suarez, Dembele und De Jong gegangen. Ich habe gedacht, du nimmst dann doch vielleicht doch trotz alledem De Jong. Hätte er klappen können. Ja, hätte. Können. Gott sei Dank nicht, mein Lieber. Das ist wohl wahr. Bedeutet Außenverteidiger. Unsere nächsten Positionen. Let's bin go. Gespannt. So, auf geht's. Außenverteidiger sind angesagt. Ich halt rein. Ich bin gespannt. Und? Okay, jetzt kommt auch mal meine erste und einzige Icon, die ich in meinem Team habe. Das ist Zanetti. Der zweite Spieler, normalerweise, ich darf eigentlich machen, was ich möchte auf der linken Seite, habe mich aber trotzdem entschieden, dass ich Tagliafico verwende. Oh, come on, Alter, ist das bitter. Ich habe Hubs aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, du gehst definitiv nicht mit Tagliafico und Cancelo rechts. Oh, sehr stark. Ja,
Okay, das gefällt mir. Ich halte auch schon rein. Okay, ich gehe, also ich glaube nicht, dass du die beiden haben wirst. Kannst du mir nicht vorstellen. Ich gehe links mit dem guten alten 5-Sterne-Skiller Marcello. Was? Ei, ei, ei. Und rechts gehe ich mit einem Spieler namens Raphael. Oh, soll ich dir was sagen, was ich aufgeschrieben habe? Danke, Fick und Zanetti. Ja, klasse. Das war's komplett. Oh, nee. Hätte gut gepasst. Ja, das hätte echt gut gepasst, definitiv. Ja, oh mein Gott. Aber okay. Ja, bis jetzt war ein Bronzespiel auf beiden Seiten. Ja, wird Zeit für die jetzt nächsten. Jetzt wird's eklig. Okay, Leute. Die letzte Runde. Innenverteidiger und Torhüter. Das sind meine drei Tipps. Bin gespannt. Ich denke nicht, dass du... Ich weiß nicht. Ich denke, ich bin eigentlich ganz geil gegangen, meiner Meinung nach. Und zwar gehe ich... War der rechte Innenverteidiger Ligue 1 noch? Nee. Okay. Und zwar, linke Innenverteidigung ist erstmal Gabriel Paulista. Im rechten Innenverteidigung gehe ich mit der Road to the Final Karte von Juan Jesus, weil die muss ich unbedingt mal spielen. Ich habe mal Bock auf die. Stark. Und im Tor gehe ich mit Gabriel in Form. Ich dachte, ich habe den Key. Militao, Varane und Neto. Nee. Aber so sieht das halt echt, ja, das sieht schon schmackhaft aus. So, und das jetzt hole ich sie mir. Alle drei auf einmal und los. Oh mein Gott, bitte nicht. Also, der erste Spieler, um Ndidi zu verlinken, ist Trost Ekong. Ach komm, halt's Maul, Alter. Ist nicht dein Ernst, dass du den nimmst, wirklich. Noch nie gehört von denen. Hast du den oder nee, was? Nee. Bitte nicht. Oh Gott. Dann habe ich Donnarumma in Form. Ah, den will ich unbedingt endlich mal spielen. Hoffentlich darf ich den mal spielen. Roma, was? Knolli. Roma Knolli, die Scream-Version. Darf ich den haben? Mhm. Also ich habe eine Scream-Karte aufgeschrieben. Aber ich habe Otamendi, Scream, Laporte und Ederson aufgeschrieben. Wow. Ach, belastend. Wow. Der Bronzespieler stört mich extrem. Ja, nicht nur dich. Aber ja, da sind einige Spieler dabei, die man diskarden kann. Ich würde mal sagen, es geht los, oder? Ja, es geht los. Auf los geht's los. Let's go. Abfahrt. Ich glaube, die 4-2-3-1 habe ich gespielt. Von Brommes. Nein, bei... Oh, reicht aus. Schön. Was war das für ein schöner Schön. Pass? Schön. Warte doch. Nein. Uff. Ah. Oh Gott, da läuft gar nichts bei mir. Oh wow. Nein. Alter Donnarumma, da. Für das bist du da, Waldi, zum Laufen. Ruhig. Na, stark, weitermachen. Was? Merk meinen Lauf. Schieß. Oh, Donnarumma, ey. Das Tor hast du schon lange verdient. Van der Leyen. Oh mein was? Gott. Oh mein Gott. Hast du Torhüter? Oh mein ja. Gott, nein! Oh, der war übelst krank, der Pass. Der war wirklich krass. Ja, nein! Ja. Oh. Nein! Nein! Hörst du auf? Hörst du? Oh bitte mein nicht. Gott, oh, jetzt hier wieder! Was? Bruder! Leck! Ja, nein. Oh, Gabriel! Maschine! Ich glaube, ich hab dich jetzt. Ich hab Gena. Weg! Ja, nein! Abseits! Doch! Nein, jetzt war bitte kein Abseits! Bitte kein Abseits! Ja! Oh mein Gott! Ich weiß jetzt schon, wie ich ein bisschen gegen dich spiele, oh, aber... Belastend, ey! In der Relation ist es unverdient, ich geb's zu, Alter! Aber im Endeffekt ist egal! Wer hat das Ding so geholt? Wir holen das Ding! So glücklich! Oh, nein. Oh mein Gott! Malen! Nein, Romagnoli! Oh, ja, Romagnoli, nein! Oh. Die Maria, Mann, ey! Oh mein Gott! Was? Danke. Das! Ey, ich wollte gar nicht zu dem spielen. Meine Damen und Herren! So bitter. War's wieder komplett. Das war's echt komplett. Ich wollte nicht zu ihm. Van der Leyen, aber wenn der am Ball hat. Oh, jetzt mal lieber zurück. Und wieder auf der Seite. Egal, Van der Leyen, ich bin trotzdem stolz auf dich. Was machst du denn, Van der Leyen? Ich bin auch stolz auf ihn! Mann! Diese Maschine! Oh nee, oh, jetzt wird's eklig. Ja. Toll, wieder.
Nee, er kommt zu spät raus. Bitte, so bitte, 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 nein! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ich hätte noch sweaten können, so wie du es gemacht. Oh, 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 was? Alles was? Gut, alles gut. Ja, gar nichts passiert ist hier. Hier ist gar nichts passiert. Hui. Was ist das für ein Schwitzerspiel? Oh. Das ist wirklich ein Schwitzerspiel. Puh, krass. Nein! Nein! Oh, jetzt bin ich offen! Oh, war ich offen? Na, bin ich immer noch? Druida! Oh, ja! Ah, war ich zu offen, ey. Spielzug war not bad, Gott sei Dank. Oh, durch die Lücke, sehr, sehr schön gemacht. Ich weiß gar nicht, wer bei dir alles gelb hat, aber ein paar haben schon gelb. Oh, Alter. Versus, weiter, komm, Versus, arbeiten? Ja, ist da. Ich hab noch nie ein Eckballtor geschossen! Ich hab noch nie ein Eckballtor geschossen in FIFA 20! Was? Ich hab den weggezogen. Ich hab jetzt geschossen. Ich wurde weggezogen. Scheiße. Leute, Daumen nach oben. Nein! Runter! Kann ja wahr sein hier. Sei nicht so. Komm. Nein, alle Daumen nach oben. 46.000. Gott, Alter. Ey, ich bin grad stolz auf mich. Aber wann? Dritte oder vierte Minute Nachspielzeit, zwei werden angezeigt. Schiedsrichter, Schiebung ist das doch hier. Ja. Nein. Hab ich. Oh. Ja, 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 ja. Ja, nein. Schön rotes Time-Finish, schön getroffen, was? Das Ding. Das ist so traurig. Ja. GG. GG, wow. Mein Lieber. Wow, schade, schade, schade. So, mein Lieber. Zwei Discards. Und ja, ich habe mich heute ganz, ganz schnell entschieden. Torwart und rechter Innenverteidiger. Ach, schön. Den nehme ich mit. Das ist einmal Memphis Depay. Und einmal Gabriel in Form. Wo ist denn der Jesus? Rechter ZM, linker Verteidiger Di Maria, Promis abstehen lassen und Bergwein mittleres ZM. Schön. Stark. Ja, egal. Geht fit. Geht fit. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wenn euch der SBB gefallen hat, wie gesagt, Däumchen nach oben für mehr mit Chris. Wenn euch die ganze Kombi gefällt, mir macht es immer Spaß aufzunehmen. Und ja, Chris hat das letzte Wort. Schönen Tag noch. Ciao. Ja, vielen, vielen Dank für die Aufnahme. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mich jetzt revanchieren beim Rückspiel. Mal gucken, was das wird. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch wundervolle Weihnachtstage, Adventstage, Wochenendtage und normale Tage. Ja, bis später. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao. Bye, bye.